Hallo Leute und willkommen zum Test der Thundercube Kubis von Leslie. Design gefällt mir ganz gut, Verarbeitung ist standardmäßig. Leslie Feuerwerk eben, die gibt es bei Actifier zu kaufen. Zumindest gab es die mal vor 2 Jahren. Verarbeitung, naja. 11,7 Gramm haben wir hier insgesamt auf die Packung zu 3 Stück. Ganz normale Kubis, ich glaube nichts Besonderes, wir testen alle 3. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß, wir sehen uns draußen. So, erste Location, Thundercube von Leslie Feuerwerk. Die gibt es auch bei Actifier. Das sind normale Kubis, ranzig verarbeitet eigentlich. Ganz okay. So, zweite Location. Thundercube. Ja, der war eher schwach. Eher hell vom Knall, aber so schlecht sind die gar nicht. So, dritte Location. Der Thundercube Kubi. Okay, kommen wir jetzt nun kurz zum Fazit für die Thundercube. Ja, ich muss jetzt hier irgendwas in die Hand nehmen, sonst schaut es so blöd aus. Also ich muss sagen, die Thundercube waren ganz gut. Der erste war relativ gut, muss ich sagen. Diese beiden anderen eher standardmäßig. Es sind keine außergewöhnlichen Kubis. Ein ganz normaler kubischer Kanonenschlag kann man sich durchaus mal mitnehmen, aber er hebt sich jetzt nicht wahnsinnig von den anderen ab. Also ich hatte auch schon, ich glaube, die Explode-Donnerschlag bereits mal getestet, die waren doch etwas besser noch und gibt es auch schon ein Video auf meinem Kanal. Ansonsten liebe ich bei Kubis persönlich so die Detonation oder die Cracking Beam von Pyroland, einfach noch mit Cracking dazu. Ansonsten tut es da normaler Böller auch, weil die doch deutlich günstiger dann wären, aber alles in allem nicht schlechte Teile. Leute, wir sehen uns im nächsten Video, danke fürs Einschalten, Like und Abo nicht vergessen, ihr kennt euch aus, bis zum nächsten Mal, ciao!